Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und wir sind beim letzten Mal ja hier in dieses Eingeborenenlager gegangen, weil wir mit der Story vorankommen wollen. Und haben uns hier mal so ein kleines Zwischenlager gebaut. Und wir hatten eigentlich als Ziel, also wir sind jetzt gerade hier und hatten als Ziel, hier hinzugehen, weil diese Markierung hatten wir bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier entweder Mia finden oder zumindest neue Hinweise an diesem Ort kriegen, wo sich Mia befindet, weil wir sind ja eigentlich unterwegs, um Mia hier zu retten. Und momentan geht's uns ja relativ gut. Also wir sind ja ganz gut genährt eigentlich. Da kann man sich echt nicht beklagen. Und wir sollten uns jetzt echt langsam auf die Socken machen, dass wir unsere Freundin retten. Weil die ist jetzt wirklich, glaube ich, schon, weil ich so lange gebraucht habe und so viele Nächte geskippt habe, ist die, glaube ich, echt schon 12 Tage, 13 Tage in Gefangenschaft von diesen Eingeborenen und wir haben noch nichts unternommen. Und ihr habt richtig, richtig viele hilfreiche Tipps unter das letzte Video geschrieben. Ich habe mir die alle notiert hier. Ich habe fast eine Seite voll in meinem Notizblock hier. Und die werden wir jetzt erstmal alle nach und nach abarbeiten, weil ich glaube, bevor wir in dieses Lager gehen, ich weiß nicht, ob wir das diese Folge noch schaffen werden, mal gucken. Bevor wir da hingehen, müssen wir auf jeden Fall unsere Ausrüstung so ein bisschen verbessern, was Waffen angeht, was Rüstung angeht und so weiter und so fort. Und dafür habt ihr mir richtig viele Tipps geschrieben. Als ersten Tipp habt ihr geschrieben, wie man sich einen Bogen bauen kann. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil so ein Bogen ist immer nice to have, ne? Also Fernangriffe sind natürlich immer schön, wenn man das machen kann. So, dafür ziehen wir uns mal so einen langen Stock hier hin und ein Seil. Das hätte ich mir eigentlich schon fast denken können, dass man damit einen Bogen herstellt. So, in echt dauert es, so einen Bogen zu bauen, ich glaube, richtig, richtig lange. Wir machen das einfach mal ein paar Sekunden. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich hier wieder einen freien Slot, ne? Nehmen wir mal eben den Speer hier ab. Wir machen den auf Slot 4. Und ich weiß nicht, ob wir den langen Stock gleich noch brauchen, aber wahrscheinlich schon. Pfeile stellt man her mit einem kleinen Stock und mit Federn. Stimmt das? Kleiner Stock und Federn steht hier. Brauchen wir mehrere Federn? Da, man braucht zwei Federn. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Pfeil. Nur keinen Platz. Müssen wir mal eben hier sortieren. Und die Kohle mal eben. Ja, die stacken wir einfach. Und dann passt der Pfeil hier rein. Wunderbar. Ich hätte aber gern noch mehr Pfeile, muss ich sagen. Ein Pfeil ist ein bisschen wenig. Wir craften uns mal noch zwei weitere, würde ich fast sagen. Sehr schön. Ich bin aber noch nicht fertig. Wir machen hier zwei Federn haben wir noch. Das heißt, wir machen uns drei Pfeile. Drei Pfeile zu haben, ist ja schon mal sehr, sehr gut. Damit können wir gleich mal üben, dann jagen zu gehen. So, jetzt haben wir nämlich einen Bogen. Das ist sehr schön. Und was kommt als nächstes? Die bessere Axt. Dafür brauchen wir einen Stock, ein Seil und Obsidian. Das kriegen wir, denke ich, auch hin. Stock, Seil und Obsidian müssen wir eigentlich auch noch haben. Jo, hier. Perfekt. Jetzt haben wir eine Obsidian-Axt. Das heißt, wir können gleich unsere andere Axt hier, die billige Steinaxt, wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist sehr, sehr gut. Ach ja, wenn ich Sachen zerstören will, das können wir mal ausprobieren hier. Wow, ist gerade verdorben. Das heißt, wir müssen gleich essen gehen. Wenn ich jetzt zerstören will, muss ich noch bestätigen drücken. Das habt ihr auch geschrieben. Das habe ich nämlich auch immer übersehen. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen, ganzen Tipps. Ihr habt noch geschrieben, Kohle essen gegen Lebensmittelvergiftung. Und mit Knochen kann man verbesserte Waffen und Rüstung herstellen. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ansonsten noch Maden sind Medizin gegen infizierte Wunden. Maden habe ich auch noch hier am Start. Wobei, Larven sind Larvenmaden. Wahrscheinlich schon, ne? Dann habt ihr noch geschrieben, dass ich gehe mal schon mal so ein bisschen auf die Jagd nebenbei, dass ich, wenn nochmal so eine Raubkatze kommt, also so ein Jaguar, dass ich nicht panisch wegrennen soll, sondern langsam rückwärts gehen soll, damit sie mich nicht angreift. Ihr nicht den Rücken zukehren und langsam rückwärts gehen. Und falls sie dann nicht verschwindet, soll ich ihren Speer in den Kopf werfen. Das könnte helfen. Also das werde ich beim nächsten Mal versuchen. Ich hoffe, ich werde keine Panik kriegen. Diese Fußstapfen sind immer so laut, ne? Aber hier sind direkt Wildschweine um die Ecke. Ach, das war so ein Dingstier, was so laut war neben mir. Ja, ich will aber eigentlich was Größeres fangen. Ich will schon so ein Wildschwein hier jagen, muss ich sagen. Gleich mal den neuen Bogen ausprobieren. Nehmen wir uns auch mal mit. Oh, das Schwein ist hier gerade. Oh, wie das wackelt. Kann man die Luft anhalten irgendwie? Oh, jetzt bin ich gesprungen. RIP. Okay, das war schon mal ein Fail-Versuch.
So, versuchen es nochmal. Brauche auf jeden Fall Ausdauer dafür. Zack. Also man kann die Luft anhalten mit Links-Shift, habe ich gerade unten gesehen. Aber das ist ganz schön anstrengend, wenn man schleicht, wenn man dann SRG da schon hat. Ich habe es gerade versucht mit meinen Fingern und dann war die Ausdauer schon weg. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Hat ja ganz gut geklappt. Kriege ich meinen Pfeil denn wieder? Ist eine gute Frage, ne? So, wir schlachten das hier erstmal. Sehr schön. Habe ich den Pfeil wieder bekommen? Ja, ich habe sogar drei Pfeile bekommen. Stimmt das? Nee, okay. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Knochen. Vielleicht können wir damit gleich echt noch irgendwie Rüstung herstellen. Wir haben jetzt auch viel Fleisch. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Lager. So, ich bin wieder im Lager ein bisschen schwer beladen, weil ich habe gerade auf dem Weg noch so eine Riesenkröte erlegt. Ich werde mir jetzt mal eben was aufs Feuer legen, damit wir schon mal Essen haben. Von unserer erfolgreichen Jagd. Das Riesenkrötenfleisch und einmal das. Und ich würde gerne so einen, hier so einen Trockengestell bauen. Allerdings ist das Problem bei diesem Ding hier, dass es voll im Regen steht. Ich glaube, ich werde mir nochmal eins hier unterbauen. Weil das müssten wir eigentlich können. Mal schauen, wo das so ist. Ist das hier bei Dächern vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Feuer haben wir nur das. Ah ne, hier ist sogar das Trockengestell. Sehr gut. Langer Stock 7-mal, Seil 11-mal, kleiner Stock 11-mal und Knochennadel. Was ist denn eine Knochennadel? Keine Ahnung. Ich könnte natürlich auch was kosteneffizienter wahrscheinlich. Ach egal, wir bauen mal eins. Ich hätte natürlich kosteneffizient hier auch einfach ein Dach rüberbauen können. Wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Aber passt schon. Ich werde jetzt mal ein paar Teile sammeln und dann gucken wir mal. So, ich habe jetzt schon die Stöcke da alle reingemacht. Brauche jetzt noch ein paar Seile. Müssen wir mal einmal hier reinmachen. Ist gar nicht so einfach, hier unter dem Dach an die richtigen Stellen ranzukommen. Muss man auf die andere Seite irgendwie rüberkommen. Ja, das Dach ist natürlich nicht so nice platziert hier und so, das Lager. Aber es muss ja nicht schön sein. Hauptsache, es ist zweckmäßig. Mach diese ganzen Sachen im Weg. So. Das rein und jetzt brauchen wir noch diese komischen Haken da. Was waren denn das nochmal für Haken? Wie hießen die? Ach, die Käfigfalle haben wir auch gerade freigeschaltet. Die könnten wir auch mal bauen. Hier war das, ne? Knochennadel. Die muss man ja wahrscheinlich aus Knochen irgendwie herstellen, ne? Können wir mal hier auf Herstellen gehen. So, wie könnte man das denn machen hier? Könnte man vielleicht einen Knochen klein schlagen? Oder sammeln? Sammeln wir mal. Mal sehen, was da rauskommt. Ist das schon eine Knochen? Ach, das ist schon eine Knochennadel. Okay. Perfekt. Dann hat sich's erledigt. Dann haben wir jetzt genug. So. Jetzt hat's geklappt. Jetzt haben wir hier unser Trockengestell. Und da können wir jetzt, glaube ich, das Fleisch aufhängen. Ich hoffe, dann hält das länger. 15 Stunden würde es noch halten. So. Und so. Verbrauchsgegenstand. Effekte. Unbekannt. Ich hoffe mal, das hält jetzt einfach mal länger. Dass wir, dass das nicht so schnell vergammelt. Ansonsten würde ich fast sagen, wie sieht es denn hier aus? Jo, wir kochen uns mal eben wieder was zu trinken ab und so und dann machen wir weiter. Ich habe mich nochmal schlafen gelegt und es ist jetzt leider mitten in der Nacht. Aber tatsächlich ist es gar nicht so dunkel, wie ich gedacht habe. Der Mond lässt es relativ hell erscheinen. Aber ich möchte mir trotzdem nochmal eben eine Fackel basteln. Ja, das Rezept hatte ich. Oh, wir haben ja auch schon so viele Sachen hier. Ist das das Dorf, wo alle. Wo sind alle? Keine Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Okay, das scheint nicht Mia zu gehören. Das sieht schon mal so aus. Aus den Notizen. Ayahuasca hilft Patienten mit Gedächtnisverlust. Nur im Beisein eines Schamanen. Scheiße, ist das sicher? Habe ich das schon einmal gemacht? Gibt es einen anderen Weg? Schritt 1, entzünde ein Feuer unter dem. Ja, den haben wir schon gesehen, diesen Zeremoniekessel. Da sollen wir ein Feuer drunter machen. Schritt 2, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Was ist das? Banisterops ciscapi. Oh, das habe ich vorhin schon mal gesehen. Das ist irgendwie so eine besondere Liane. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Ich dachte gerade, da steht ein L. Lichtesten, dachte ich erst. So, okay. Schritt 3. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Psychotria viridis. Habe ich die nicht auch schon mal gesehen? Blätter und rote Früchte des Busches. Schritt 4, bring alles zum Kochen und trinke aus einer zeremoniellen Schüssel. Okay, sollten wir das vielleicht machen? Ist das das hier, diese Pflanze? Sieht schon so ein bisschen so aus, ne? Ich nehme die mal lieber wieder auf. Bekannte Kräuter.
Also wir könnten es mal probieren, da so ein Feuer drunter zu machen, das uns weiterbringt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollten. Ich wollte eine Fackel bauen, ne? Ich habe mich jetzt voll ablenken lassen. Aber das ist ja ganz cool, dass das da zusammengefasst steht. So, was haben wir denn hier noch? Verband, Seil haben wir schon alles. Ich gehe mir halt einmal hier so ein bisschen durch. Speer, Knochenmesser. Da haben wir auf jeden Fall Stock und Seil ist die Fackel. Okay. Steinspeer. Passt. Und Bogen und Pfeil. Sehr schön. Hier haben wir dann noch einige Pflanzen. Tabakpflanze. Flüssigkeit, Kohlenhydrate. Tötet Parasiten. Ja, das haben wir schon mal rausgefunden. Kohlenhydratequelle. Ist echt nice, dass es hier alles notiert wird, was man so über die Sachen rausgefunden hat. Ist das nicht die Pflanze, die wir brauchen? Psychotria, Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, die habe ich schon mal gegessen. Ich weiß gar nicht, ob das im Video zu sehen war. Wahrscheinlich nicht. So, hier haben wir auch noch mal einige Sachen. Kratzer und Schramm, Ausschlag. Ja, ich muss mal mich dann informieren, was dagegen so hilft. Hier stehen halt echt viele Infos und so. Ich glaube, ich muss halt viel, viel mehr lesen. Oh, man kann sogar Dreck. Oh, kann ich mir die Hände waschen? Das wusste ich gar nicht. Interessant. Steht ja wirklich alles drin. Das ist ja super nice. Fischen, Speerfischen. Ja, ihr habt mir auch noch ein paar Rezepte geschrieben, wie man zum Beispiel so einen gespaltenen Speer macht, womit man die Chance erhöht, Fische zu fangen. Auch sehr, sehr cool. Ich gehe mal gerade hier einmal alles durch. Hier waren wir schon. Bambus-Trockengestell. Ah, Bambus haben wir noch gar nicht gefunden. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Die Käfigfalle könnten wir noch mal machen. Ja, Unterschlupf hier brauchen wir erstmal nicht. Hier gibt es auch solche Lagersachen. Ist auch cool für Stöcker. Aber wir wollen uns ja kein richtiges Lager aufbauen. Wir wollen ja wirklich unsere Freundin retten. Das ist ja so das Hauptziel. Wir machen uns jetzt erstmal eine Fackel, wie ich es auch geplant hatte. Was brauchen wir dafür? Ein Seil und einen Stock brauchten wir, ne? Machen wir mal eben herstellen. Das Problem ist nur, es regnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es gar nichts bringt. Was denn hier mit dem Knochenmesser? Brauchen wir das noch? Kein Plan. Wir packen das mal erstmal. Das kann man gar nicht hier reinpacken. Ach, hier ist auch noch so ein Ding. Perfekt. Das ist sehr schön. Oh, die geht direkt aus, wenn wir in den Regen gehen. Okay, das ist ärgerlich. Aber können wir trotzdem mal gut gebrauchen, denke ich. Der nächste Morgen. Es ist wieder hell. Und wir werden jetzt gleich auf Wanderschaft gehen. Ich werde jetzt hier nochmal eben was trinken. Wie sieht es denn hier aus? Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus, trinkenstechnisch. Dann packe ich mir das hier nochmal hier rein. Dann haben wir nochmal was dabei zu trinken. Ich habe hier auch noch Frühstück. Werde ich mal eben verzehren. Habe ich mir nochmal eben gekocht. Hier sind noch ein paar Maden und ein paar Larven. Ja, die könnte ich hier auch essen, aber machen wir nicht. Diese Nuss, die essen wir mal. Die ist auch immer sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir uns auf. Ich hoffe, ich bin bereit, hier rüber zu gehen. Für eine Wanderschaft. Ihr habt auch noch in die Kommentare geschrieben, ich soll aufpassen in diesem Wasser, weil hier Stachelrochen sein können. Ich würde eigentlich gerne an dem, anlang des, oder entlang des Wassers laufen, so ein bisschen, aber vielleicht laufen wir lieber dann am Rand. Ist vielleicht nicht verkehrt. Wir müssen Richtung Osten, also genau in diese Richtung. Haben natürlich hier die Waffe am Start. Hier ist nochmal so eine leckere Nuss. Die essen wir mal eben. Kann man immer gebrauchen. Vielleicht finden wir auch noch mal ein paar Bananen. Mal ein Krebs. Und daneben. Zack. Oh, da ist aber noch ein Krebs. Nehmen. Den grillen wir natürlich, ne? Roh essen wir den nicht. Aber ein Krebs muss jetzt erstmal reichen. Ist auch immer hier rumkraucht. Ich will es essen. Ah, es war ein Leguan. Nee, ist noch irgendwas anderes. Hier vorne. Egal. Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, Leute. Ich gehe mal lieber nach oben. Von oben hat man eine bessere Übersicht. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir da gleich auf Eingeborene oder so treffen. Es regnet aber auch die ganze Zeit, ne? Es hört nicht mehr auf. Da scheint auch nochmal eine Höhle zu sein oder sowas. Aber da möchte ich ungern rein. Ich hoffe, hier geht's weiter. Na, sieht natürlich schlecht aus. Puh. Ich glaube, wir müssen. Müssen wir durch die Höhle? Boah, ich hoffe nicht. Ja, hier müssen wir wieder aufpassen mit Skorpionen und sowas. Ganzen Kram nehmen wir mit. Komme ich denn hier nicht durch? Wie komme ich hier nicht durch?
Den Wald hier rein. Ich hoffe, die hat auch einen Ausgang, die Höhle. Gott, ey. So Höhlen sind echt gruselig. Okay, da ist ein Skorpion. Den nehmen wir mal nicht mit. Lassen wir mal einfach liegen. Passt schon. Kommen wir aber auch nicht durch. Okay. Zurück. Davor graut es mir noch so ein bisschen. Weil wir halt in so ein gefährliches Gebiet gehen. So, wie weit sind wir denn schon überhaupt gekommen? Ich sehe das ja gar nicht. Ich sehe mich ja nicht auf der Karte. Hier war ich vorhin. Wir müssen noch ein Stück. Definitiv. Wir müssen eigentlich ein bisschen weiter rechts laufen. Aber geht gerade nicht anders. Habt ihr das gehört? Den Schwein? Hört sich an wie ein Schweinegrunzen, ne? Könnte aber auch was anderes sein. Hier ist ein Wildschwein. Das lassen wir mal leben, Leute. Wir müssen ja nicht alles auf dem Weg vernichten. Ich weiß halt nicht, ob ich mich jetzt schon verlaufen habe. Weil ich halt so weit von der... Oh Gott, hier will ich mich runterfallen. Von der Fährte abgekommen bin. Versuche auf jeden Fall mal oben zu bleiben. Ich hoffe, die Strömung reißt mich jetzt hier nicht. Wir laufen auf jeden Fall hier oben lang. Das ist nochmal ein Wildschwein. Schon etwas komisch vom Weg hier, ne? Ja, ja, Schweinchen, ganz ruhig. Ich bin gerade nicht auf Futtersuche. Suche meine Freundin. Puh. Osten. Kommen wir hier vielleicht hochgeklettert irgendwie? I don't know why I get up there. Oh, eine Kletterstelle. Oh mein Gott, okay, wir haben, glaube ich, den richtigen Ort gefunden. Ah, wir sind schon echt nah dran jetzt. Was brauchen wir denn dafür? Kletterstelle. So. Überprüfe den Ort, Lamna, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Okay, kann man den nicht bauen? Anscheinend nicht. Wir müssen einen Wurfhaken finden. Okay. Das heißt, wir müssen hier die Gegend absuchen. Gehe ich mal von aus. Oh mein Gott, ich wurde fast gebissen gerade. Oh mein Gott. Blöde Schlange, ey. Die mich jetzt erschreckt. Ja, ich bin auf der Suche jetzt nach dieser Kletterausrüstung. Ich weiß nicht, ob ich die selber craften kann oder ob ich die finden muss. Aber ich gehe mal von finden aus, weil da stand ja gerade irgendwas von suchen. Ja, müssen wir halt jetzt mal schauen, ne? Ansonsten nehme ich hier alles mit auf dem Weg, was ich finden kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so weit weg ist. Der ist ja irgendwo hier... Was war das denn gerade? Der ist ja irgendwo hier eine Höhle in der Nähe, wo ein Kletterer gestorben ist oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also wir brauchen auf jeden Fall diesen Kletterhaken. Anders kommen wir hier nicht weiter. Das Problem ist nur, es wird gerade schon wieder echt dunkel soweit. Ich habe mich übrigens jetzt dafür entschieden, mir erstmal hier einen kleinen Unterschlupf zu bauen und hier die Nacht zu verbringen. Und ja, dann müssen wir mal weiterschauen. Ich werde jetzt hier nochmal eben Palmblätter besorgen. Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Essen wir mal die Nuss. Vielleicht hilft das. Oh, jetzt hat er direkt automatisch geschlagen. Auch nicht schlecht. So, wir sammeln mal hier wieder ein paar Palmblätter. Ich glaube, 3 Stück brauchen wir nur noch. Und dann können wir nämlich nächtigen. Und, perfekt. Jetzt können wir nämlich nächtigen und dann können wir abspeichern. Wir schlafen mal bis 6 Uhr morgens durch. Lebenstechnisch sind wir noch sehr, sehr gut dabei. Oh, was ist das denn hier? Das Rote. Nicht, dass mir was passiert. Nee, ruhiger Schlaf. Alles gut gelaufen. Ich speichere jetzt das Spiel. Und ich würde sagen, wir spielen beim nächsten Mal weiter. Wir haben ziemlich viel geschafft, diese Folge sogar. Wir sind vorangekommen in der Story. Wir haben einige neue Sachen gecraftet. Also ein sehr, sehr erfolgreicher
Trip war das meiner Meinung nach. Und beim nächsten Mal müssen wir unbedingt die Kletterausrüstung finden. Wir werden uns jetzt öfter solche ja, kleinen Unterschlüpfe und so bauen, und damit wir vorankommen, damit wir nicht immer zurücklaufen müssen. Ich will mich halt jetzt nirgendwo mehr richtig niederlassen. Das ist halt so das Hauptding. Schreibt mir auf jeden Fall mal ein paar Tipps rein, wie ich an die Kletterrüstung komme. Schreibt mir vielleicht nicht genau, wo der Ort ist, weil ich will schon selber erkunden, so ein bisschen. Aber schreibt mir rein, ob ich sie mir craften muss oder ob ich sie finden kann und, und. Und ihr könnt mir auch gerne noch ein paar Rezepte und so reinschreiben, die mir weiterhelfen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.